Wer kennt das nicht? Man will mal eben jemandem etwas erklären, zum Beispiel einen Funktionszusammenhang oder einfach nur, wie zwei Teile zusammenpassen. Also eben das Teil in die Hand genommen und gezeigt, wie es funktioniert. Unterstützte Sprache ist das wohl die älteste Kulturtechnik der Menschheit. Ideal, um Wissen weiterzugeben. Warum sonst sind auf allen Symbolbildern von Hochschulen entweder nette Damen oder Herren mittleren Alters, die jungen Menschen etwas zeigen, indem sie darauf deuten? Oder Studenten, die sich gegenseitig etwas am Objekt erklären. Dumm nur, wenn es das, was man zeigen und erklären will, noch gar nicht oder eben nur virtuell gibt. Oder der andere auch noch am anderen Ende der Welt sitzt. Dann macht man mal eben eine TeamViewer-Session auf und teilt das CAD-Fenster. Leider kann dann immer nur einer das Objekt bewegen und deuten wird so andeuten. Man hat ja nur einen Cursor und keinen Zeigefinger. Hier kommt man schnell an die Grenzen dessen, was mit Sprache allein möglich ist. Zumal ja meist einer oder sogar beide Beteiligten nicht in ihrer Muttersprache sprechen. Diese Situation ist in der weltweit vernetzten Produktentwicklung keine Seltenheit. Und gerade in den frühen Phasen sind Abstimmungsrunden und Reviews unerlässlich. Hier setzt die Aktion VR-Review an. Unter Leitung von Professor Schlingensiepen entwickeln Studenten der Fakultät Maschinenbau im Labor für Ingenieurinformatik und computergestützte Mathematik der TH Ingolstadt in verschiedenen Semesterprojekten eine VR-Review-Umgebung, mit der es möglich sein soll, diese Reviews kostengünstig zu verbessern. Zum Einsatz kommt dabei kostengünstige Hardware aus dem Bereich der Computerspiele, mit der heute schon interessante Interaktionen möglich sind und die nicht nur sehr viel billiger sind als herkömmliche VR-Umgebungen, wie zum Beispiel eine Caves, sondern auch viel weniger Platz benötigen, sodass ein Einsatz am Arbeitsplatz oder im Büro möglich ist. Nur so kann diese neue Technologie zum alltäglichen Arbeitsmittel werden. Wir sind eine studentische Gruppe, die im Rahmen unseres sechsten Studiensemesters ein Projekt mit dem Titel Inbetriebnahme einer Virtual Reality Review Umgebung erstellt haben. Unsere Vorstellung war es, mit Hilfe der zu erstellenden Review Umgebung die Verbindung zweier örtlich getrennter Personen herzustellen. Hierbei sollten sich die Personen mittels eines Avatars im Raum bewegen. Die Gestik und Bewegung des anderen Teilnehmers sollte ebenfalls sichtbar sein. Des Weiteren sollte es die Möglichkeit geben, dass Cartier-Objekte im virtuellen Raum projiziert werden können. Beide Personen sollen in der Lage sein, das ausgewählte Objekt zu sehen sowie die Bewegung des Objektes bestimmen zu können. Hierfür stehen uns ein Leap Motion Controller, die Game Engine Unity 5 sowie das Oculus Rift Development Kit 2 zur Verfügung. Hier ein kurzes Demo-Video, das die Funktionen der verwendeten Hardware zeigt. Als erstes wurde das Raumkonzept erstellt. Nach verschiedenen Anläufen und Testreihen haben wir uns für einen achteckigen Raum als Grundfläche entschieden. Aufgrund der Geometrie wirkte die achteckige Formation einladender und konnte einen besseren Wohlfühleffekt erzeugen. Durch den in Unity 5 integrierten Asset Store hatten wir die Möglichkeit, verschiedene vorprogrammierte Handmodelle zu sehen, sowie mehrere Tests damit durchzuführen. Dabei erarbeiteten wir uns Kenntnisse über die Handerstellung, die nötig waren, um eigene Hände zu programmieren. Anfangs war die Leap Motion ein kritischer Faktor, der zum mehrmaligen Scheitern der Versuche führte, da sie die Handbewegung nicht einwandfrei übertragen hat. Wie man hier in dem Test sehen kann, werden zwei Finger gezeigt, jedoch erscheinen drei. Das Hauptmenü strukturiert sich in vier Bereiche. Durch die Schaltfläche Add wird eine weitere Person in den virtuellen Raum hinzugefügt. Dabei kann man weitere Informationen über die Person im neu erscheinenden Fenster eingeben. Als nächstes werden die sogenannten Sets erzeugt. Hier im Beispiel werden drei Sets hochgeladen und benannt. Es besteht die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Sets durchzuschalten.
Durch den Start der Session wird der virtuelle Raum mit den ausgewählten Objekten erzeugt. Unser fertiges Programm wollen wir im Folgenden vorführen. Hier wird die Sicht eines Teilnehmers gezeigt. Man erkennt, dass durch die Leap Motion die Handbewegungen sehr realistisch in den virtuellen Raum übertragen werden. Die Bewegungen des Avatars kann der Teilnehmer über die Pfeiltasten steuern. Um einen gewissen Wohlfühlfaktor zu erzeugen, wurde der anfangs erstellte achteckige Raum mit mehreren Möbeln und Objekten ausgestattet. Dies hat den Vorteil, dass sich der Teilnehmer besser orientieren kann. Hierdurch entsteht außerdem ein besseres Gefühl für die Größenverhältnisse der Umgebung. Das hochgeladene Objekt wird in der Mitte des Raumes auf einem Podest platziert. Nicht nur die Größe kann mit Hilfe einer Tastenkombination verändert werden, auch die Ausrichtung des Objektes lässt sich durch Verwendung der Tasten WASD anpassen. Das war das Video zu unserem Projekt im Wintersemester 2016/2017 an der Technischen Hochschule Ingolstadt.